jetzt habe ich einen roten Kopf und habe ein weißes Hemd angezogen. Also das war jetzt echt nicht so nett. Heute Abend um 18.05 Uhr, ca. 18 Uhr, 18.05 wird der Dominik aus der Technik hier ein Bild einwerfen, und zwar von der ARD oder ZDF. Und dann werden wir gemeinsam, glaube ich, einen Riesengruß und eine Riesenfreude nach Mecklenburg-Vorpommern zu unseren Parteifreunden senden. Aber am 14.05.2017 werden wir hier in Nordrhein-Westfalen eine Party feiern, die das, was die in Mecklenburg-Vorpommern erreicht haben, sicherlich noch toppen wird. Und dann werden wir den Dampfer des Bundestagswahlkampfs anstoßen, damit wir in der Bundespolitik die Zahl bekommen, um hier entsprechende Änderungen herbeiführen zu können. Gerne in den nordrhein-westfälischen Landtag einziehen. Ich möchte gerne dort einen Beitrag leisten, um aus der Gruppe, die Sie gemeinsam heute und in Werl am nächsten Wochenende zusammenstellen, eine Mannschaft zu formen. Eine Mannschaft, die geschlossen und fest zusammenstehend agiert und nach außen zusammen das kommuniziert, was wir auf unseren Parteitagen in harter, mühsamer Arbeit in Stuttgart und in Werl auf unserem Landesprogramm beschlossen haben. Darin sehe ich eine meiner größten Aufgaben. Ich möchte mit Ihrem Votum dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche und eine konstruktive Landtagsfraktion erstellen können und dass wir dann die Interessen der Bürger, die uns dort hineingewählt haben, vertreten können. Dieses Mandat und das Votum, was Sie mir eventuell geben, ist ein Auftrag und ein Befehl. Ein Auftrag, um das durchzusetzen, umzusetzen, was Sie und was wir erarbeitet haben, aber auch ein Befehl, mich an Ihre Vorgaben zu halten und nicht, wie in anderen Bundesländern, Fraktionen, eigene Interessen in den Vordergrund zu stellen und persönliche Befindlichkeiten auszutauschen. Ich möchte mit meiner ganzen Kraft eine fachlich und gut organisierte Fraktion hier in Nordrhein-Westfalen aufbauen, für die innerparteiliche Meinungsfreiheit und außerparteiliche Geschlossenheit arbeiten und für eine enge Zusammenarbeit der Fraktion mit allen Gliederungen unseres Landesverbandes. Das, was hier teilweise angeklungen ist, was Christian Lohse auch gesagt hat, dass die zukünftigen Landtagsabgeordneten Ihnen zur Verfügung stehen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir müssen Sie unterstützen, dass wir alles dafür tun, dass Ihre Kreise wachsen und dass wir dann entsprechend auch neue Mitglieder gewinnen, dass wir Wähler gewinnen und dass wir größer und stärker werden, um unsere Ziele umsetzen zu können. Aber wofür stehe ich persönlich? Politisch. Ich bin konservativ, ich bin ein Patriot und unser Landessprecher Martin Renner sagte einmal, und das schließt ein Liberaler nicht aus. Konservativ, Patriot und Liberal. Ich stelle die Interessen der deutschen Staatsbürger in den Mittelpunkt unseres Handelns. Und ich möchte dazu beitragen, mit unserer Fraktion, mit Ihnen gemeinsam, dass wir für das, was wir stehen hier in Deutschland, uns nicht mehr schämen müssen. Das ist mir besonders wichtig. Ich könnte jetzt noch die Sachen von Christian vorlesen. Das tue ich jetzt mal weg. Und ich nehme auch mal diesen Zettel weg und komme zum Ende.
Aber ich möchte noch nicht schließen, ohne auch Ihnen allen, aber auch den zu Hause gebliebenen, nämlich Ihren Frauen oder Ihren Ehepartnern, Ihren Kindern und Ihren Familien zu danken, dass Sie heute wieder mal auf Sie verzichten, so wie meine Frau und wie meine Kinder. Mein Name ist Andreas Keith, ich bin 49 Jahre alt. Ich habe 3 Kinder, bin glücklich verheiratet, komme aus Nordrhein-Westfalen in Leverkusen und ich werbe um Ihr Vertrauen. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei der Rede. Du hast uns Zeit geschenkt, gehen wir nahtlos zur Fragerunde über. Am rechten sehe ich keiner. Ich schaue zum linken Saalmikrofon. Gibt es Fragen an den Kandidaten Keith? Bitte schön. Herr Keith, ich mache mir ein wenig Sorgen um die Landesgeschäfte. Können Sie mir diese Ängste nehmen? Ja, zum Teil. Also sicherlich ist es so, der Landtag ist in Düsseldorf, die Geschäftsstelle ist in Düsseldorf, nicht ganz so weit weg. Also ich glaube, ich käme da auch gar nicht von los, dass ich immer wieder mal reinschaue. Wir werden uns natürlich Gedanken machen, es gibt auch schon ein paar Ideen, wer diese Arbeit übernehmen kann. Was selbst, wenn wir dann jemand haben, ich hoffe, der wirft mich dann irgendwann mal raus und sagt, hey, du sitzt jetzt da und nicht mehr hier. Also das wird sicherlich schwer, aber ich kriege das hin und wir haben auch gute Leute. Mit Ja bzw. mit Andreas Keith Volkmar haben gestimmt 277. Ich denke, das gefällt. Auch an den Kandidaten Keith die Frage: Nimmst du die Wahl an? Ja. Gut, tschüss. Dahin.